Ja, Mikro war auch noch aus. Super, Alex, du bist so gut vorbereitet. Machst du seit gestern? Natürlich. Ah. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist 21 Uhr, Folge 11. Was wollte ich machen? Ach ja. Chaotischer Tag. Der Tag hat einfach viel zu wenig Stunden. Ich habe viel zu lange auf der Autobahn verbracht. Und dann viel zu spät gekocht. Ich habe es gleich. Mann, Mann, Mann. Also irgendwann mal ist der Zeitpunkt gekommen, da muss das hier reibungslos funktionieren. Passiert den Besten. Schön, dass du da bist, dunkler Wolf. Wolf, sorry. Ja. So, jetzt können wir ins. Hast du es jetzt geschafft? Können wir jetzt mal durchstarten? Ich glaube schon. Du brauchst einen Gaskocher auf dem Beifahrersitz. Ja, dann könnte ich vieles. Ich habe ja die Zeit trotzdem genutzt. Ich stand ja überwiegend im Stau, deswegen habe ich statt eine Stunde sagenhafte 2 Stunden auf der Straße verbracht. Ist ja eigentlich auch Zeitverschwendung. Ich versuche, mir den Gedanken schön zu reden, indem ich sage, die Fahrtkosten werden ja erstattet. Von daher, da habe ich mir ein paar Infos für den Stream ausgesucht, natürlich da ein bisschen rumgefuchst und rumgedoktert. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, jeden Tag ein Stückchen mehr Richtung Perfektion. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier bei Vampire, The Masquerade, Bloodlines, Folge 11. Wir haben nochmal kurz, wie jedes Mal, ein kleines Resümee, auch für euch und für mich, um einfach mal nochmal klarzukommen. Was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht? Pestkönigin und Pestkönig oder beziehungsweise Bruder Krebs und die Erleuchteten haben wir erfolgreich mit Leichtigkeit überwältigt. War kaum schwer. Und jetzt sind wir wieder zurück nach Santa Monica. Wir haben LA erstmal den Rücken zugekehrt und gucken uns die nächsten Fest an, die wir von Lacroix bekommen haben. Lacroix. Le Croix. Le Croissant. Genau. Und dann schauen wir mal, was so heute abgeht. Mir ist übrigens aufgefallen, dadurch, dass ich erst später dazugestoßen bin, habe ich dir gar nicht meinen Standardtipp nach dem Tutorial gegeben. Nee, den hast du mir tatsächlich verwehrt. Mit der Taste K kommst du in ein Menü, um Hotcakes zu belegen. Das verrät das Spiel einem nicht. Hotkeys, also vom Menü, oder? Da schauen wir uns gleich mal rein, was der liebe Wolf uns da als Tipp gibt. Aber zuerst das Intro. Stimmt das jetzt alles? Das werden wir gleich sehen. Na, Ton kommt nicht. Jetzt kommt Ton. Okay. Technik! Sei bloß kein Feind. Sei ein Freund. Sei auf meiner Seite. Ich bin immer gut zu dir, dann sei auch gut zu mir. Das und das und hier. Okay. Irgendwas stört mich hier noch. Warum stört mich das? Aha. I see.
Die Lautstärke. Das Spiel war mir persönlich ein bisschen zu leise. Okay. Wolf, du störst nie. Sag sowas nicht. Sowas möchte ich nicht mehr hören, sonst schalte ich wieder meinen virtuellen Moderator wieder ein, der dir schön immer auf die Finger schlägt, wenn du lange Texte schreibst. Also, sowas möchte ich nicht mehr hören, du störst nicht. Niemals nie. Okay, wir drücken K. Was passiert? Nice. Okay, das ist neu. Aha. Das heißt, wir könnten theoretisch, weil wir keine Fernwaffen haben, können wir andere Dinge rein dran machen. Interessant. Sehr cool. Vielen Dank, Wolf. Also merken kann ich es mir eh nicht. Und ich komme eigentlich ganz gut mit Mausrad zurecht. Aber für den Fall der Fälle wissen wir schon mal, was wir hier machen können. Aber oh, warte mal. Das sind die F-Tasten? Kann es sein? Haben wir auf der 1er-Taste drei verschiedene Sachen, die wir belegen können? Kannst du das mal kurz aufklären? Ich denke mal, 1 ist dann natürlich Nahkampfwaffe. Aber wie komme ich zur Blutmacht? Kann mich wieder mit Streamlabs streiten. Ja. Das macht dir ja scheinbar Spaß. Streamlabs genauso. Ist halt je nach Spielstil sehr praktisch. Auf jeden Fall. Das ist, wenn man es gewohnt ist. MMORPGs, stylemäßig gewohnt, die Fähigkeiten auf die Tasten zu legen. Natürlich sehr gefragt. Dadurch, dass ich eine lange Pause hatte, bin ich sowieso nicht mehr. Also meine Finger kennen sowas nicht mehr mit Tastenkombinationen auswendig lernen und sowas. Ich kenne nur STGC und STGV. Und X. Alt F4. Was noch? Windows Space. Aber das sind ja auch keine typischen Gamer-Shortcuts. Sehr cool. Okay, also. Unsere Aufgabe war es, die Blutmacht da. Da gerade müsste 6 sein. Keine Ahnung, wo rechts die. Ach so, okay, das sind. Ah, okay. Das heißt 1, 2, hier geht es dann weiter mit 6. 7, 8, 9, 0. I see, ich verstehe, okay. Dann macht das Sinn. Okay, und 1 switcht man dann quasi von unbewaffnet zu bewaffnet oder auch nicht. Okay. Ja, dann kann man einfach schnell auf unbewaffnet switchen, auch gut. Okay, vielen Dank nochmal. Auf 1 habe ich gerade Fäuste drin. Ach so, ich dachte Nahkampf und dann schaltet er durch die Nahkampfwaffen durch und insbesondere unbewaffnet. Okay. Ah. Wie schlechter ist unser Messer? Denn ich bevorzuge schon das Schnetzeln mit dem Messer anstatt der Axt. Die Axt ist mir so ruppig langsam. Bin eher so der Schwert-Dolchkämpfer. Ja, Schadenspotenzial ist auf 4 erhöht. Schauen wir mal. Also ich glaube, ich bleib trotzdem beim Messer jetzt erstmal. Swifty. Hey, Shy Guy. Sehr schön, ich freue mich. Ich freue mich, dass du gleich kommst. Also wir haben das Telefonat mit Mr. Gimbal Prosthetic haben uns als Model irgendwie engagieren lassen. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg. Scheinbar ist da auch unser Mr. G, den wir vermeintlich suchen, der sich ebenfalls als Model beworben hat. Ne, der fügt halt eine zweite Dropdown-Menü hinzu.
Um es weiter zu definieren, wenn du die Oberkategorie ausgewählt hast. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch. Mittlerweile ist es in mir vorgedrungen. Wie ist denn die Verbindung heute? Also ich denke mal, ich habe so ein Gefühl, dass es heute relativ stabil läuft. Kann mich natürlich auch täuschen. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Nein! Ich habe nichts gesagt. Es zickt immer noch. Heute habe ich ja gehört, dass die maximale Bandbreite bei Twitch 8000, also inoffiziell 8000 Kbit pro Sekunde beträgt. Ich stream gerade auf 2000, was ja so, ja, ist okay. Das Minimalste, was geht bei mir. Das Maximalste. Momentan mit der Leitung. Aber 8000 wäre halt schon nice. Das könnten wir erreichen mit Glasfaser. Ich freue mich, wenn das alles funktioniert. Aber das Menü findet man halt nur, wenn man die Anleitung liest oder die Tastensteuerung durchguckt. Ja. Jetzt weiteres, glaube ich. Ich meine, wer liest denn heutzutage noch Anleitungen? Also weder im Spiel noch irgendwie, wenn ich etwas baue. Höchstens, höchstens, wirklich höchstens IKEA. IKEA finde ich, auch wenn es einfach zu bauen ist, doch manchmal ein bisschen tricky. Da geht man schon sicherheitshalber nach Anleitungen durch. Aber ansonsten Manuals. Nein. Wenn ich was wissen möchte, dann google ich danach. Ach, nein, Manuals braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht Manuals. Was wir brauchen, ist hier Mr. Gee. Mr. Gimbal, sorry. Speichern. Und dann treffen wir hoffentlich den netten Dude von nebenan. Nee, was? Ah, der Meister der Gebeine? Wirklich? Soll ich das sagen? Kein Summen gleich dem anderen. Solltest du aktuell aber auch für die User nicht so hoch drehen, die Rate? Du redest von Bitrate. Also doch lieber maximal auf 6000 dann. Wenn die Zuschauer nicht mehr schauen können, weil sie nicht die Bandbreite haben, ist auch. Oh, da hast du vollkommen recht. Ja, da gebe ich dir recht. Ich dachte, das skaliert dann runter, die Auflösung. Aber so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Treten wir ein. Welcome to Oh, Gimbal's strahlend Prosthetics blaue and Medical Augen. Supplies. You're here for the modeling job? Good, good. You seem to have rather well-developed limbs, if you don't mind me saying so. Sagen Sie mir Ihren Namen, Herr der Glieder. Oh Gott, wie oh, yes, ist der andere? Forgive me, my name is Gimbal. Stan Gimbal. Gimbal. But, oh dear, let us dispense with formalities. You can call me Stan. Hi Stan, ich habe die Glieder, Sie die Blenden. Erzählen Sie mir von Ihrem Lebenswerk, Herr der Glieder. Me? Wie kommt er auf Glieder? I'm just trying to make things a Ach, wegen little easier for Prothesen. Those who find themselves disadvantaged. Giving a helping hand, you might say. A leg up. Bloody clever, that one. Ein Lachen ist wie eine frisch aufgeschnittene Vene, sorry. Und nur zum Posieren für Bilder. Aha, an eager participant. Very good. Just give me a few moments to get my equipment ready. And then come on in and we'll get started. Auf geht's. Ja. Ich glaube, das ist auch merkwürdig, wenn man quasi volle Euphorie mit Ja antwortet. Sie sind eingestellt. Ja! Gleich wieder kündigt. Ihr Konto wurde überzogen. Ja! Aha. Die kann man nehmen. Ja! Passt nicht. Die Möglichkeit zur Quali-Einstellung kriegen ja erstmal die Großen. Solange du nicht mal Affiliate bist
hast du da quasi keine Chance drauf. Und dann kann man halt nur auf der Quellqualität schauen. I see, I see. Okay. Na dann. Mannequins, Arms and Other Parts. 26,50. Schnäppchen. Whole Mannequins on Sale. 125. Na, Schnäppchen. Prosthetic Limbs. Varies per Customer. Okay. Cash Test Dummies. Crash Test Dummies. 1450. Amputees must wait up front. Okay. Okay. Streckt da einer? Hallo? Gimbal, Gimbal, Gimbal. Noch mehr Gimbals. Gehen wir hier rein. Aha. Ein Radio. Limbs Prosthetics in Mobility. AIDS. AIDS! Bruder von Nein. AIDS. Er ist also auch involviert. Will she? Boobs. Anatomische Boobs. Ah, dead. Under there. Ist das, sieht das, ist das ein Ultraschallbild? Hm. Da ist er also. Ja, da ist er. Wir haben ihn endlich gefunden. Hier. Achso, ich dachte gerade. Wo ist die Tür? Witzig. Die da. Will auch so eine Puppe, die dann quasi aus dem Fenster dann so rauswingt. Was haben wir hier? Werkzeug. Blutkonserve. Na also. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder uns idiotisch anstellen. Na, die Patella. Okay. Ibia. Oberschenkel. Ach Mann. Oberschenkel, ja, da sagen wir nichts. Femur. Was haben wir noch? Call Bilder. Zähne. Schulterblatt. Scapula. Sternum. Hier Rippen ist kostal. Oh Gott. Ja, Anatomie ist schon lange her. Das Gute daran ist, ich tue immer nur so, als hätte ich Ahnung. Nein, ich habe schon Ahnung. Manchmal. Kamera. Mhm. Das müsste. Nee, kein Brand drauf. Können sich Leute erworgen vor Erschrecken? Vom Püppchen? Nein. Die kleide ich dann schön ein, dann sieht sie halt aus wie bei House of Wax. Richtig immersive, realitätsgetreu. Wird halt nur komisch, wenn sie dann halt in einer Woche immer noch unbewegt dann vorm Fenster steht. Geht runter, downstairs. Noch mehr Sachen. Ah, okay, es wird langsam interessant. Wieder ein Bettchen. Man könnte meinen, dass er die hier irgendwie einsperrt, aber doch nicht Mr. Gimbal. Der ist doch höchst professionell. Sieht man ja hier. Professionelles Werkzeug mit Marmelade drauf. Blut kann ja nicht sein, der hat ja mit Prothesen zu tun. Nicht mit Körperteilen. Yo, Coco Polo. Schönen Abend. Wenn ich bedenke, wie viele Leute sich höllisch vor meiner Rüstung auf ihren Ständer erschreckt haben. Was? Mein Ständer hängen geblieben. Wenn ich bedenke, wie viele Leute sich höllisch vor meiner Rüstung auf ihrem Ständer erschreckt haben. Ich komm nicht drauf los. Ich komm einfach nicht drauf los. Das heißt, du hast Rüstungen.
Also so richtige Rüstung aus Metall daheim, das ist halt nice. Ich habe mir immer überlegt, ich habe momentan echt zu viele Räume, die ohne Nutzen sind. Mittlerweile habe ich idiotische Ideen, was für Rüstungsstände. Ja, schon klar. Jetzt mittlerweile idiotische Ideen, was ich mit den leeren Räumen mache, die ich zur Verfügung habe. Ja, da weint wieder das Baby. Wir haben doch gerade erst angefangen. Nur eine Lederrüstung. Nur. Okay. Ich verstehe, Wolf. Da ist mir mal einmal die Idee gekommen. Ich habe schon immer geträumt von einer Stormtrooper-Komplettrüstung. Theoretisch aber muss man die ja gar nicht kaufen. Man könnte sich einfach die drucken. Mittlerweile ist die Technologie auch für den Heimbenutzer da, um quasi sich die Einzelteile selber zu drucken. Malen muss man nicht. Stormtrooper-Rüstung ist im Idealfall ja sowieso weiß. Und dann hätte ich vielleicht einen Raum, wo ich quasi dann auch die Rüstungen dann quasi zur Schau stelle. Hi, User. So eine Komplettrüstung hat damals, glaube ich, so 900 Euro gekostet. Marktlücke. Selber drucken. Da musste man eigentlich theoretisch nur den Zeit-, Kosten-, Aufwand ausrechnen, ob es überhaupt sich lohnt, den Aufwand, das selber zu drucken, um es dann zu verkaufen. Ich weiß nicht. Nichtsdestotrotz habe ich den Gedanken ausgeschlagen, denn ich habe keine Ahnung von 3D-Druck. Also man muss sich da bestimmt richtig reinfuchsen, man muss da ein bisschen Ahnung davon haben, man stellt nicht einfach dieses Teil hin und lässt es drucken. Im Idealfall schon, aber wenn was kaputt geht und die Wartung und alles und... Das Teil müsste ja dann quasi 24/7 dann vor sich hin drucken. Nein. Ich habe mir überlegt, der eine Raum wird eine begehbare Sauna, der zweite Raum wird ein Zen-Raum und der dritte Raum wird ein Fitnessraum. Genau. So viel dazu. Quasi so wie hier. Wir machen es hier auch uns schön gemütlich. Schön blutig mit Marmelade, schöne Bilder von irgendwelchen anatomischen Dingern. Bildchen. 1:1 werde ich das nachbauen. Ist halt teilweise recht großflächig. Müsste man schauen, ob der Drucker die Größe hinkriegt oder sich Verbindungsmöglichkeiten überlegen. Ist das hier... das ist der Zen-Raum. Genau so stelle ich mir den Zen-Raum vor. Also wirklich so mit Sand. Und dann mit so einem... Also nicht so einen kleinen Sandrechen, sondern schon groß. Oder mit Kieselstein und in der Mitte dann quasi irgendwie was Bequemes. Und ja, okay, ich höre ja schon auf. Der Malkavianer schon wieder in mir. Ja, ich schätze mal, so groß muss der Drucker gar nicht sein. Ich denke mal, dass die Stormtrooper-Rüstung aus vielen kleinen Einzelteilen besteht. Also ich glaube, Maximalgröße, was man drucken kann, ist mittlerweile, glaube ich, so hoch, so breit. Glaube ich, die gleiche freche Fläche lang müsste eigentlich sein. Soweit ich weiß, also das, was ich auf TikTok halt verfolgt habe. Aber, wie gesagt, der Kosten-Nutzen-Faktor, der Kosten-Zeit-Faktor, ob der sich lohnt. Deine Mutter mag keinen Zen. Ach, das ist meine Mutter in meinem Kopf. So. Ah ne, das sagt er doch. Stop, Mother, irgendwas. Wäre interessant, auch die einzelnen Persönlichkeiten mal, also quasi so mal in der Geschichte erklärt zu bekommen, wer was ist. So. Aber nichtsdestotrotz, nochmal kurz was checken. Voila, beruhig dich. Oh. Ist nichts passiert? Die Stimme sagte, hör auf damit. Mutter, gefällt das nicht. Ach so, okay. Haben wir jetzt Ärger generiert? Nein, okay. Gut. Oh. Oh, hey, help! You gotta get me out of here, man. This guy's a freaking nut job. Ach, der ist doch ganz nett. Who, Gimbal? Yeah, Gimbal. That guy's been taking pieces off of me and McGee over here for the last 3 days. He's crazy, man. Freaking crazy. Ach, nee, ist er gar nicht. Ich glaube, du bist hier der Verrückte. Es kommt immer drauf an, wer hinter dem Gitter ist. Vielleicht bin ich der Gefangene und du bist der Verrückte. Wie öffne ich diesen eigenartigen Käfig? Oh!
Oh nein, es geht los, es geht los. Er ist verrückt geworden. Er hatte recht. Wer hätte das gedacht? Und ich dachte, das wäre alles Marmelade. Wir machen Trick 17. Wir laufen wieder im Kreis, so wie es... Oh Gott, und das war schlimm. Falsch, schlimm falsch. Hidden Run. Oh oh. Was, mit was kämpft er da? Oh nein, mit dem Patschehändchen. Oh oh oh. Na gut, so stark ist das Patschehändchen nicht. Wow, das war einer. Combo. Ach, come on. Kann ich eigentlich... Ich kann ja abwehren. Ich vergaß. Hat mir keiner gesagt, dass man abwehren kann. Doch, vom Tutorial. Thanks, man. You're a lifesaver. I wasn't sure I was gonna make it. I'm telling you, I've been on some weird cases, but this one takes the cake. Ich hab Kekse gehört. Jetzt hast du Ärger generiert. Jetzt habe ich Ärger generiert. Vielleicht bist du ja frei in einer sehr kleinen Welt und ich gefangen in einer sehr großen Käfig. Das hört sich so an, als wäre das ein Zitat. Ja gut, deswegen in Anführungszeichen. Ich würde interessieren, von wem? Das hört sich gut an. Hier ist Johnny. Ha ha ha, that's funny. Hier ist Johnny, ist auch so ein Zitat. Von was nochmal? Aber nicht von Shining. Aber es hört sich an wie von Shining, aber es würde jetzt nicht zum Kontext passen. Kilpatrick, der Schlüsselmeister, schickt mich. He did? Oh man, that's solid. I owe that guy big. I hope I can figure out a way to get him back for this. Er hat noch ein paar Kopfgeldaufträge für dich. What? Oh no, man. No, no, no. Not for me anymore. Look at my hand. Gimbal took my trigger finger for a trophy. I'm all through with this business. I hate to leave Arthur in a lurch, but that's just the way it is. It is what it is. Es war, glaube ich, mal ein Comic von Nicht Lustig. Ah, okay. Nicht Lustig kennt man eigentlich. Aber mittlerweile ist es auch schon... keine Ahnung. Es war Nicht Lustig. Bücher waren halt schon interessant, wenn man mal irgendwo in der Buchhandlung rumläuft und dann halt diese besagten Bücher dann sieht. War schon ganz nice. Ich finde halt im Buchläden kommen so langsam in Vergessenheit irgendwie durch das ganze Technologische. Das ist halt dann schade und ich finde, das ist halt nicht das gleiche, Nicht Lustig Bildchen oder Stories dann im Internet zu sehen, weil das setzt dann quasi so wie Nein-Gag voraus. Wir sind ja Reizüberflutung von diesen ganzen Medien. Heute schwätze ich schon ein bisschen viel, oder, Wolf? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Hatte ich heute ein Nickerchen? Ich habe kurz in der Sonne bin ich kurz eingenickt, ja. Liegt wahrscheinlich dran, dass morgen Donnerstag ist. Wir haben ja bald Wochenende. Ich sollte ihm diese bedauernswerte Wahrheit überbringen. Lebe wohl. Von dannen. Thanks again. Don't worry, I'll take care of old Stumpy here. Ach so, ich habe Nicht Lustig damals vor vielen Jahren im Internet kennengelernt. Ah. Hab ja jetzt nicht grundsätzlich gesagt, dass es schlecht ist. Ich hab ja nur die Erfahrung, wie ich Nicht Lustig kennengelernt habe in der Buchhandlung. Diese kleinen Taschenbücher, glaub so groß waren die ungefähr. So hab ich das kennengelernt. Bring die Bullen mit, die kümmern sich um den Schlachter. Oh, die Korps kommen gleich. Oh, ein abgetrennter Arm. Ernsthaft? Und sag bloß, der ist besser als das Messer. Ah, okay. 14. Begabungsausgleich minus 2. Ja gut, labert halt so rum immer. Das muss man irgendwie ausgleichen. Obwohl der Vorbesitzer ihn vielleicht vermisst, könnten sie ihn einer guten Verwendung zuführen. Nicht unbedingt als Waffe, aber wenn man vielleicht mal, wenn halt, das Problem ist ja immer, wenn Sachen in der Küche unter die Ablage fallen, klar, man hat da so eine Abdeckung, momentan ist da jetzt gerade noch keine Abdeckung bei mir, weil ich faul bin, wenn dann halt Sachen runterfallen und ich dann mit dem Arm dann durchgreife, hätte ich quasi einen erweiterten Arm für sowas. Bisschen blutig, aber zweckerfüllt. Twist. Haben wir hier noch irgendwas? Äh,
hier ist nichts mehr. Gidi. Gidi, Gidi, Gidi. Das muss auch schon über 20 Jahre her sein. Ja, das ist schon arg krass. Ich habe dir den Link trotzdem mal geschickt. Ich schaue es mir nachher an. Oder ich schaue jetzt mal ganz kurz rein. Ist halt immer schade. Weil das nur dann ich sehe. Obwohl, ich kann es ja mal kurz hier so hinzeigen. Ach so, das sieht man ja. Ja, die TikTok-Leute, die sehen das auf jeden Fall. Nicht lustig. Wissen Sie, vielleicht bin ich frei in einer sehr kleinen Welt und Sie sind gefangen in einem sehr großen Käfig. Ja, ja, das fühlt sich alles so richtig an, was Sie sagen. Ach so, nee, das war eher so. Ja, ja, das fühlt sich alles so richtig an, was Sie sagen. Richtig gut. Ja. Oh, ich habe wieder Ärger getriggert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht seine Ernte. Lecker, lecker. Wie auf der Arbeit. Nee, Spaß. So sieht es nicht auf der Arbeit aus. Never. Auf der Arbeit sieht es ein bisschen anders aus. Kontrollierter. Nicht so krass. Aber durchaus nicht für die Öffentlichkeit. Ja, gut, ich bin da abgehärtet. Ich meine, ich sehe das ja tagtäglich. Aber so Amputationen, ah. Also ich stehe nicht im OP-Saal und lache dabei. Nein, Professionalität waren. Musste ich gerade einfach dran denken. Als du von der Perspektive der Gefangenheit sprachst. Ja, ja. Hat gut gepasst. Also, Mr. Gimble haben wir. Wir haben den Kopfgeldjäger vom verrückten Stan Gimble befreit. Schade, schade. Ich dachte, wir werden echt gute Freunde. Die Quest können wir auf jeden Fall mal abgeben. Falscher Weg. Du lachst erst danach. Hey buddy, go your own way. Ich musste mal schmunzeln. Ja, okay, vielleicht lachen bei einer Geschichte von einem Arbeitskollegen von mir. Theoretisch sind ja solche Eingriffe, Amputationen, wenn quasi etwas nicht mehr richtig durchblutet wird und quasi dann falscher Weg. Gefährdungen wahrscheinlicher sind und deswegen ein Körperteil quasi abgetrennt werden muss. Wenn aber diese Gliedmaße quasi so schon abgestorben ist, dass bevor der im eigentlichen Eingriff ist, ich versuche das so schön wie möglich zu erklären, damit es sich nicht so hart anhört. Ah, du bist da, Shy Guy, sehr schön. Wenn quasi vor dem Eingriff, also bevor man quasi die Gliedmaße, damit rede ich jetzt irgendwie ein Zeh von einem Fuß, abgetrennt werden muss. Vor dem eigentlichen Eingriff, also quasi mit entsprechenden Handwerkzeugen das zu entfernen. Wenn man es zum Beispiel anhebt, weil man es desinfizieren muss und der schon abfällt, dass man der Operateur dann sagt, okay, dann hat sich das wohl erledigt, OP ist vorbei, wir können den nächsten bestellen. Dann schmunzelt man. Also wir, OP-Leute, wir im OP munzeln drüber. Natürlich ist das sehr makaber. Makaberer Humor. Andere lachen und nennen, sagen nicht umsonst, schwarzer Humor. Aber irgendwie muss man seinen Job doch auch irgendwie mit irgendeiner Freude, Not today. Nicht heute, keine Freude heute. Mit Freude irgendwie entgegenkommen. Arbeit gespart. Genauso hat es der Operateur sich ja auch gedacht. Aus einer halben Stunde OP wurde dann halt eine 5 Minuten OP. Sag mal, Alex, wie oft willst du jetzt hier noch im Kreis laufen? Ach, da, okay. Den brauchst du da aber auch, sonst gehst du, glaube ich, kaputt. Ich habe nur 2. Shy Guy, was hast du 2? Ja, Wolf, da gebe ich dir recht. Man muss irgendwie da einen Ausgleich finden.
Während Corona war das jetzt, war das auch echt ein bisschen nervenaufreibend. Ich will da gar nicht so tief aufs Thema eingehen. Ich bin froh, dass die Zeit jetzt erstmal vorüber ist und Corona so in die Vergangenheit gerückt ist. Aber es war schon harter Tobak und da war es auch durchaus gut, dass man da so ein bisschen Ausgleich hatte. Dieses Streamen, da ist zum Beispiel auch sowas, so eine Art Ausgleich für mich. Obwohl mein Job in der Narkose quasi, in der Narkoseabteilung eher überwiegend entspannt läuft. Also wenn es dann actionreich wird, dann in Notfällen, aber überwiegend bin ich auf der entspannteren Seite, von daher nicht so wild. Kannst du mal meine TikTok-Videos angucken? Oh, Shy Guy, vielleicht später. Also ich nimm es mir nicht übel, ist gerade ein bisschen während dem Stream gerade ein bisschen unpassend. Aber ich schaue es mir dann danach an. Also, was liegt an? Ich habe den Jäger gefunden, aber er will keine Köpfe mehr jagen. Ja, so bad. Ja, nicht schlimm. Sehr gut. Sein juckender Finger wurde zu einer verrückten Trophäe. Triggerfinger. Strafen Sie das Schicksal mit zwei linken Händen? Was? Ach verdammt, Junge. Jetzt stehe ich ganz schön auf dem Schlauch. Das wird den alten Arthur einiges kosten. Vielleicht kann ich Ihnen den Kopf beibringen. In den Kopf bringen. Ich brauche ein paar Scheinchen für das Aufspüren. Oh, yeah. Sorry about that. Here you are. Mich haben wir bekommen? Na? Offenbare dich. Offenbare dich. Wie viele Geldscheine haben wir bekommen? 200. Ist okay. 200? Damit können wir arbeiten. Vielen Dank, Schwabbel-Junkie. Und was ist mit den anderen Kopfgeld? Ja, why not? Sing mir ein Lied, oh Rundlicher. Won't be much of a job since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Shy, danke für die Likes. Sehr nett von dir. Sie wollen sehen, ob er seinen Schatten noch immer auf die Dame am Meer wirft? Yeah, no body attachment or nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay ya. Deal? Oh Mann, vorher wäre mir noch ein richtig schöner Witz eingefallen. Oder halt ein Spruch. Aber so im Nachhinein macht das keinen Sinn. Ja, beim nächsten Mal. Vor mir ist kein Kopf sicher. Heute Nacht gehe ich auf die Jagd. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's Pawn Shop. Her name is Marion Murrieta. But I haven't been able to get in touch with her. Welch dunkle Fußspuren hinterließ er im düsten Wald von Sherwood? Well, he was brought up on manslaughter charges years back, but he got acquitted. Since then, he's been in and out for this and that, small-time stuff mostly. Und wozu wollen Sie seinen Kopf? Most recently, he was brought in as part of a big case on stolen auto parts. It's this big chop shop thing that's going on in Santa Monica. Chop, chop. Ich werde zu diesem Ort des Pendens gehen. That's right. Marianne Murrieta. In them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell Muddy is, where is he going, whatever. But be careful. You're not licensed. And if anything bad goes down, I don't know you. You hear me? Wenigstens einer meiner Is hat sie vernommen. Sorry, muss schlafen, weil ich heute verschlafen habe. Oh, okay. Ja, dann ab ins Bett. Dass du morgen nicht verschläfst. Schön, dass du trotzdem da warst. Wir sehen uns morgen. Schlaf gut. Ich werde wandern, bis die Worte in meine Wigwam wackeln. Lebe wohl. Oh, falsche Antwort. Ja, ich verweile nicht länger. Standard. Und wenn noch hier irgendwas... letztes Mal haben wir nur A bis F und G bis M gemacht. Ich will ganz kurz auch noch die anderen Namen durcharbeiten. Brian Nelson, Kaution gestellt am... Halt, stopp! Ich kann mich nicht konzentrieren.
nebenbei irgendwas redet. Nielsen. Okay. Brian Nielsen. Kaution gestellt am 1.12. Ersten Körperverletzung. Okay. $10,000 Bargeld. Ortssässiger Gauner, der einen Typen die Strandtreppe herunterwarf. Oh, okay. Der angeblich Drogen von ihm kaufen wollte. Also definitiv ein Aggressionsproblem. Halt, stopp, jetzt rede ich genauso. Ich schmeiß gleich den sonst was weg. Den Arm. Orion. Orion. Also die Eltern müssten Astrologen gewesen sein. Orion Olsen. Kaution gestellt am 29.02.02. Alkohol am Steuer. Ja, das ist bitter. 15.000. Zu Recht. Sicherheiten. Auto. Oh, das Auto musste er dann auch noch abgeben. Schwarzer 99er Pons. George Mando. Gibt's sowas? Oder ist es erfunden? Ist es fiktiv? Keine Ahnung von Autos. Hinweise. Fuhr seinen Geländewagen in einem Buchladen. Da der Buchladen nicht über einen Kaffee verfügte, gab es aber keine Opfer. Immerhin. Pedroso. Hoppala. Pedroso. Bobby Pedroso. Aktion gestellt am 11.8. Raubüberfall 20.000. Musste auch seinen grünen 70er Race Gas. Also eigentlich muss es ja Gutzelstein? Also Bonbon? Gutzelstein? Hergeben. Raubt er einen SB-Markt in Hollywood aus? Boom. Hey, Rillo. Okay. Thunder. Okay. Auch gut. Thunder. Herrido Junior. Aktion gestellt am 15.05.04. Vortäuschung, falsche Identität. 10.000 nur. Okay. Sicherheiten war eine Russin. Was? Menschenhandel. Geht doch nicht. Hinweise. Angeklagt. Sich als Programmiererin ausgegeben zu haben. Verstehe ich nicht. Rhodes. Steve Rhodes. Kaution gestellt. 20.02.04. Einfach so? Wie einfach so? Einfach so 5.000. Steves Kram. Hinweise. Sieht einfach verdächtig aus. Oh Gott. Man sollte ihn im Gefängnis behalten, damit er nicht die Verbrechen begeht, die ihm alle eh zutrauen. Ach komm, das ist gemein. Der konnte gar nichts. Er hat doch nichts getan. Die. Außer sterben. L. Schmidt. Kaution gestellt. Autodiebstahl. 5.000. Sicherheiten waren. Auto wieder. Ein weißer 88er Fensler. Generic GT. Unwahrscheinlich, dass das Auto wirklich ihm gehört. Ach komm. Diese Vorurteile. Silvers. Rhodey Silvers. Weißer 5. Tierquälerei. 17.000. Zurecht. Ein Jagdgewehr war die Sicherheit. Hinweis. Nur weil er ein Tier selten ist, sollte man nicht gleich in den Zoo gehen und es aufessen, bevor es aus... Was? Okay. Aber dann ist für 17 ein bisschen... Bisschen wenig. Oh, wir haben einen Auftrag. Und deswegen gucke ich mir diese Infos an. Es ist immer... Es könnte immer was sein. Interessanter Gedankengang. Hilf mir auf die Sprüche. Welcher Gedankengang? Kaution gestellt am 22.08. Illegale Einwanderung. 15.000. Sicherheit. Natürlich wieder ein Auto. Diesmal ein roter 77er Lightning Bird. Das hört sich nice an. Wieso Thunderbird wahrscheinlich. Geh zurück nach Germanien, Kumpel. Wir nehmen hier keine Euros.
Rassist. Nur weil er Rolf heißt. Mein Fahrschullehrer hieß Rolf. Und der hat mir immer auf die Schulter geschlagen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das nennt man, wie heißt das? Hat ja so einen Namen, quasi, wenn man immer etwas wiederholt und das quasi mit Körperlichen verbindet. Irgendeine Konditionierung. Isabel Valentine. Körperverletzung. War es Isabel? Ernsthaft? Vollständig gezahlt. Hinweis. Sie ist bekannt dafür, die Ortsansässigen übel zusammenzuschlagen. Oh, mit Isabel möchte ich mich nicht anlegen. Wenn man hört, dass ein Tier kurz vorm Aussterben ist, ist in den Zoo einzubrechen, um es vorher essen zu können. Ja, das ist durchaus ein bisschen pervers. Aber auf jeden Fall eine Schlagzeile wert. Ja gut, wir haben jetzt... Rolf Toten? Gehört zu der Quest Dünnes Blut? Warte, halt, stopp. Hab ich irgendwas verwechselt? Holla. Illegale Einwanderung. War der Deutsche der im Strand? Dünnes Blut ist doch die Quest mit der Dame, die wir suchen. Oder sehe ich das falsch? Jupp, hattest du einen Kautionsschein bei Lilis Sachen gefunden? Ah, true. Hier, die Quittung für eine Kaution, die auf Rolf Toten ausgestellt wurde. Okay. Okay. Jetzt erinnere ich mich. Danke für die Info. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Pier. Ganz ruhig. Du musst mir nicht ins Ohr schreien. Ihr persönlicher Erinnerungswolf ist immer gerne zu Diensten. Ach Wolf, wenn ich dich nicht hätte, dann wäre ich aufgeschmissen. Du unterstützt mich immer zur rechten Zeit mit den richtigen Input. Wir sind ein gutes Team. Du mit deinem Expertenwissen und allgemeinem Know-how und ich mit meinem Ungeschick. Das funktioniert einfach. Die Musik finde ich auch ganz gut. Oh, da wartet scheinbar jemand auf uns. Hey, you, hey, what can I say? You preserve my ass. I truly appreciate you. Wer bist du? Anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So for now, ist es Mercurio? Info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Das sieht ja ganz anders aus. Wie geht es den geflügelten Füßen? I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Help close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Okay. Ich brauche ein paar ungezogene kleine Spielzeuge. Das hört sich richtig falsch an. Dinge, die man durchaus auch ebenfalls wieder ein OP-Thema aus gewissen Körperöffnungen befreien muss. Hört sich das an? Ja, was kann ich jetzt kaufen bei ihm? Ich kann dir einen Arm verkaufen. Sonst habe ich nichts. Oh, hier, das könnte ich.
Hier ist ein Ring. Und die verkaufen wir noch nicht. Das können wir verkaufen. Genau, hatten wir ja gesagt, wir wollen ja eh nicht schießen lernen. Damit kann das weg. Achievements bekommen wir. Es gibt ja in dem Spiel keine Achievements, die uns quasi den Extrapunkt geben, wenn wir alle Bücher gelesen haben. Und dementsprechend nicht bekämen hätten, weil wir das jetzt nicht gelesen haben. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Nee. Alles gut. Lebe wohl. Speichern. Und wer bist du? Deswegen, zuerst dachte ich, das ist der Deutsche jetzt. Aber das macht keinen Sinn. Was mit dir? Ach ja. Du stotterst immer noch. Nee, er ist der Stotternde. Evening. Du klingst wie ein bluter Rasenmäher. It's nothing. Du redest mit jemandem, der nicht hier ist. Ich schreite von dannen. Und du? I don't know what I'm saying. Forget what I say. Hab schon vergessen. Um was ging's? Ein Blutfest beginnt heute Nacht. Siehst Murder. Du das? Yes. The killer is dead. He moves soon and travels to the heart of the Anhelis, to the home of the stars, and then returns fulfilled and empty once again. Eine verschwommene Vision, selbst für jemanden mit so verschwommenem Verstand wie mich. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Und auch das habe ich wieder vergessen. Hier oben ist ja, glaube ich, nichts mehr. Außer der verlassene Hund wahrscheinlich, der immer noch da oben auf seine Herrchen wartet. Traurig irgendwie. Pia gucken wir auf jeden Fall an. Aber warte mal, wir haben ja hier die Quest mit dem Blut. Das Auto müssen wir suchen. Okay, ich kann mich nicht erinnern irgendwo. Ah, doch, im Parkhaus gibt's bestimmt ein rotes Auto. Ja. Auf jeden Fall. Das dürfen wir nicht vergessen. Aha. Hier geht's nicht rein. Hier ist die besagte Spielhalle, die Wolf uns mal darauf hingewiesen hat, dass die Automaten eigentlich spielbar sein sollten. Aber leider nicht realisiert wurde. Ist dir beim ersten Mal da hochlaufen eigentlich der Wolf aufgefallen? Ja, der ist mir aufgefallen, der weiße Wolf. Das war ja, Dingens. Na, nicht Morpheus, nicht Mephisto. Memphis auch nicht. Ja, der eine da halt. Ich hab's nicht so mit Namen. Mittlerweile nicht mehr. Pitfall, Call of Duty. Beckett, genau. Warum war ich bei M? Rampage. Blood Quest, okay. Ja, schade. Wäre bestimmt ganz witzig gewesen. Oh, es ist offen. Wir können rein. Hier war ja die Leiche. Also nicht hier. Und hier hing die... Oh, Mann, aus Versehen, Blut macht. Vielleicht müssen wir gleich was knacken, aber ja, so schnell schaffe ich es nicht. Hier hing ja die Leiche. Bananasplit, Chubby Tacos und Burger Fries und Soda. Oh, das wäre jetzt auch nice. Ich habe heute zwar richtig gut gekocht. Ich habe so ein Gyros selbst gemacht. Tzatziki mit Bratkartoffeln gemacht. Mega gut. Ging auch recht schnell. Aber so ein Burger wäre halt auch nicht schlecht. Aber Burger liegt halt immer so schwer auf dem Magen. Und gute Burger sind halt entsprechend teuer. Für was kann man hier hinlaufen? Da ist ja nichts. Hoch kann man auch nicht. Hab auch schon einige erlebt, die den nicht mitbekommen haben. Ja, gut. Also, schwer ihn nicht zu sehen. Der Kontrast ist ja da. Er ist ja weiß und der Hintergrund ist schwarz. Aber... Ich
Vielleicht hat man einfach Talent oder Fähigkeiten und manche halt nicht. Keine Ahnung. Schade, wenn man ihn nicht gesehen hat, weil das habe ich schon recht gefeiert. So, dann haben wir das jetzt auch mal checken können. Der eine Timer auf Twitch funktioniert. Bei dir gab es heute Käsespätzle. Ah, oh, Käsespätzle. Richtig gut. Man muss halt hochgucken und nicht irgendwo anders hin. Ja, das stimmt. Das war ja, man läuft ja hier hoch. Und dann ist er eigentlich in Blickrichtung. Ich dachte, er ist ein Eisbär gewesen. Und dann ist er hier und dann war verschwunden, ja. Gut. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter. Wir sind auf dem Boot. Wie starten wir? Ah, okay, jetzt. Ah, wir müssen hier rein. Okay. Was ist unsere Aufgabe nochmal? Sie haben das Tatort-Ampir... Nein. Hier, der Prinz will, dass sie die Elizabeth Dane untersuchen. Am Strand von Santa Monica wartet ein Boot auf sie, das sie zum Schiff bringt. Sie sollen den Sarkophag von Ankara begutachten, herausfinden, was die Polizei weiß und das Frachtregister des Schiffs stehlen. Und vor allem nicht Amok laufen. War das so ein Hinweis? Bitte nicht schon wieder Raserei. Oh, Pally, over here. Ja, bitte? Oh, hi. Christ's sakes. Tell Jacobson, if he plans on making Editor-in-Chief, he's gotta start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Und da kommt schon die erste Frage, die ich mir stelle. Wir sind Polizist. Ist auch kaum merkwürdig, dass einfach ein random Typ da einfach da mit dem Boot herfährt, da hochklettert und da einfach findet den Fehler. Jetzt ist Vorsicht geboten. Ihr habt da schon ein paar Ideen, was ich da noch in Stream integrieren möchte. Gerade für solche Momente. Ich freue mich. Freue mich drauf, Dinge zu implementieren, die in meinem Kopf schwirren. Naja, er beantwortet dir die Frage danach doch gerade. Echt? Okay. Kleidet nicht mein Wahnsinn mich ebenso gut für diese grausame... Meine Ohren können ihre Kunde nicht folgen. What kind of wood stain? Don't think to at least show dressed up like an investigator, a Coast Guard guy, something. I mean, didn't you ever see Fletch? What are they just handing out those diplomas nowadays? Was? Macht er sich gerade über uns lustig, dass wir uns nicht mal die Mühe geben, wie ein Ermittler auszusehen? Habe ich recht? Muss ja wahrscheinlich so sein. Ja, gut, dann halt blaues, was war es? Überzeugung war das? Alright, look. I got you a copy of the initial report and I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Okay, wofür führt mich mein Pfad? Heinz de Marsch. Heinz to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Easy. Freiheit ist nicht mein Kelch, voller Earl Grey. Head down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving and don't let him see you. I'll give you a couple of minutes, but don't dilly-dally. In and out. Okay? Dilly-dally? Twiddle macht ein unordentliches Schlafzimmer. Don't forget to stay out of sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse.
Lighthouse. All one word. You getting all this? Ja. Bin nicht blöd. Sollte zu diesem schönen Licht segeln. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. Daran werde ich mich wohl erinnern. Okay. Easy. Der hat uns ja quasi schon alles verraten, was wir brauchen. Polizeibericht. Eine Kopie des ersten Polizeiberichts für die Elizabeth Dane. Unterzeichnet von Mitgliedern der Agenturen USCG, NCIS und LAHP. Trotz deutlicher Beweise überragender körperlicher Gewalt wurde nicht eine einzige Leiche gefunden. Es wurden auch keine Überlebenden gefunden oder Anzeichen eines groß angelegten Raubzugs entdeckt. So. Schön. Blut. Lecker. Also, wir dürfen nicht gesehen werden. Ist gar nicht so schwierig. Wir sind ja Ninjas. Er hält dich für einen Boten von einem Journalisten, dem er anscheinend regelmäßig geheime Polizeiinformationen unter der Hand... Ach so. Gut, dann. Ja, und was, wenn der echte Informant... der echte Bote kommt? Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. I just saw a baleen whale. Ja? Wir müssten jetzt dann... Welche Seite läuft da jetzt? Da läuft er. Okay. Noch mehr Blut. Hier ist eine Tür. Und da ist ein Gang. Für diesen Fall ist es vermutlich besser, wenn du dann nicht mehr da bist. Achso. Ja gut, ich könnte ja sagen, ich bin hier der Bote. Und er wird sagen, nein, ich bin hier der Bote. Und dann wiederhole ich einfach das alles, was er sagt. Und stifte Verwirrung. Verwirrung kann ich ja als Malkavianer. Jetzt kann ich aber richtig laufen. Verwirrung! Easy. Stufe 6. Wie war das? Können wir Stufe 6? Plus 3 war das. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, können wir. Oder plus 2. Ne, plus 3. Doch, plus 3 macht's. Erst bis Stufe 7 können wir knacken. Da ist was. Frachtbrief. Transport der Ausgrabung in Ankara nach Los Angeles. Sarkophag von Ankara. 3 Kisten, Keramiktafeln. 1 Kiste nicht identifiziert. Sonst nichts, kein Loot. Okay, das ist der eine Gang. Es fängt wieder an. Dass mein Auge kratzt. Und ich hatte eigentlich die letzten Tage echt das Gefühl, dass es besser wird. Mit dieser komischen Allergie. Sonnenallergie oder was weiß ich. Aber jetzt fängt es wieder an. Immerhin muss ich nicht niesen. Da ist der Computer. Ich kann das Radio anmachen. Verdächtig. Der Richter. Wetter. Wie wird das Wetter? Die See ist ruhig. Lufttemperatur 65 Fahrenheit. Wassertemperatur 43 Fahrenheit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Fahrenheit in Celsius ist. Motoren sind aus, Kameras sind aus, ein Riegel gesperrt. Logbuch.
Ja, das war ja Leuchtturm. Warte erstmal. Technik. Ja. Motoren können wir einmachen. Nebelhorn können wir mal. Kameras. Türen. Öffnen. Alle Shots geöffnet. Sehr gut. Können wir die. Soll ich das Nebelhorn mal anmachen? Die Umrechnung von Fahrenheit habe ich auch nicht im Kopf. Ja, weil kein Mensch Fahrenheit benutzt. Keiner. Höchstens Kelvin, wenn man irgendwas mit Forschung zu tun hat oder so. Aber Fahrenheit, wer nutzt denn Fahrenheit? Die Amis nutzen Fahrenheit, glaube ich. Nebelhorn. Nein, wir speichern erstmal. Man weiß nie. Technik. Nebelhorn. Motoren ein. Wo fahren wir jetzt hin? Kelvin, ja, das wusste ich. 125 Kelvin sind, glaube ich. Sind das 100? Ach, ich weiß es nicht mehr. Tatort untersuchen. Da kriegt man sogar Punkte, wenn man sich die Kameras anschaut, okay? Und keiner wundert sich jetzt, dass das Schiff quasi in Bewegung ist. Ja gut, dann machen wir es wieder aus. Ich meine, wo soll ich denn hinfahren? Macht ja keinen Sinn. Und die Kameras machen wir wieder aus. Minus 273 Kelvin sind irgendwas Grad Kelvin im Kopf. 2 oder so für 0 Grad. Genau sowas hatte ich auch irgendwas im Kopf. Ich hatte es nur irgendwie komisch dreht. Jups, solltest dir ja den Sarkophag ansehen. Ja, ja, das kommt alles noch. Keine Sorge, ich hab's nicht vergessen. Logbuch. Geht da auch Leuchtturm? Nee. Gucken wir mit Auspacks. Und wir haben 9 Punkte übrigens. 9 Punkte. Wo wollten wir investieren? Wir könnten alles jetzt raushauen für akademisches Wissen, dass wir dir die Bücher lesen können, oder? 5 Punkte haben wir. Handgemenge mindestens 2. Könnte man auch machen. Ach Quatsch, umgekehrt. 0 Kelvin sind... Ja, genau. Das ist... Irgendwie so hatte ich's. Aber ich wusste, dass irgendwie eine große Zahl in Kelvin, ob jetzt Minusbereich oder im Plusbereich, quasi den entweder den 0 Grad oder den 100 Grad Bereich quasi zentralisiert. Wir gucken erstmal kurz Auspacks. Können wir Logbuch? Ja, sehr gut. Können wir. Aber ansonsten war es nicht so schlecht. Minus 273 Grad Celsius sind. So. 10.10.04. Ruhige See. Beim Auslaufen aus Istanbul. Professor Johnson war sehr besorgt wegen der Sicherheit des Sarkophags und anderer seiner Ausgrabungsstücke. Doch ich habe ihm versichert, dass alles in Ordnung ist.
ihm auf den Kopf gestreichelt. Alles wird gut, Professor. Brauchen sich keine Sorgen machen. Ich spür's im Urin, heute wird ein guter Tag. Eine raue See, letzte Nacht. Alles verlief normal, doch die Crew ist etwas unruhig. Einer der Türken hat ihnen Geistergeschichten erzählt. Das macht man auch nicht. Leutnant Stiglian hat ihn für mich beiseite genommen und mit ihm geredet. Du. Keine Gruselgeschichten nach 10 Uhr nachts. So, im offenen Lagerfeuer mit Marshmallows und dann halt mit der berüchtigten Gruseltaschenlampe. Nein, sowas machen wir hier nicht. 15. Nichts zu berichten, alles völlig normal. Ja, er durfte ja auch keine Geschichten mehr erzählen. Wir sind alle angepisst und genervt und gelangweilt, aber es passiert halt auch nichts. 17.10. Zwei Crewmitglieder werden vermisst und ich fürchte, wir sind in der Nacht über Bord gefallen. Wahrscheinlich aus Langeweile. Sie sind spurlos verschwunden. Leutnant Stigian hat versucht, ihre Familien zu benachrichtigen, doch wir scheinen ein Problem mit dem Funk zu haben. Die haben einfach nicht die Telefonnummer gehabt. Oder die Familien hatten kein Funkgerät. Eher so. Vielleicht haben wir keinen Saboteur an Bord. Einen Saboteur an Bord. War keine Frage. Die Kiste mit dem Sarkophag scheint geöffnet worden zu sein. Jeder weiß doch, dass man die nicht öffnen darf. Wo waren wir? Wir haben Blut auf den Ober- und Unterdecks gefunden und mindestens 3 weitere Crewmitglieder werden vermisst. Die Männer werden hysterisch. Hysterisch darf man übrigens nicht mehr sagen, denn es ist sexistisch. Man sagt histrionisch. Glaube ich. War damals mal so ein Thema. Ich habe den Türken zusammengekaut in seiner Kabine gefunden. Er hat etwas Undefinierbares vor sich hingemurmelt. Leutnant Stigian gehört zu den Vermissten, ebenso wie der Funktechniker. Kein Funktechniker, keine Notsignale. Keiner der Männer hatte ein Kurzwellenradio bei sich. Doch alle Hilferufe blieben ohne Antwort. Einer der Männer, nicht keiner. Es geht wieder los. Kann nicht lesen. Letzter Eintrag. An jeden, der diese Zeilen findet, dieses Schiff ist verflucht. Möge es in den Tiefen der Meere versinken. Bevor dann wahrscheinlich mit dem Kopf dann auf der Tastatur gerollt. Passiert. Oh, guten Abend, Miss Velour. Gar nicht gesehen. Entschuldigung. War so vertieft in der Story. Für ihn geht's gut. Eure Hoheit, schön, dass Sie gekommen sind und wieder uns Gesellschaft leisten. Um 0,05 Grad vertan. Ja. Beim nächsten Mal, lieber Wolf, erwarte ich Besseres. Expertenwissen. Sowas darf dir nicht passieren, gell? Nein, Spaß. 0,05. Also, ich war ja meilenweit weg. Ich habe nur gewusst, dass da der große Unterschied ist. So, ich weiß, wir müssen zum Sarkophag. Aber mir dünkt dieser Gedanke, dass ich unbedingt noch die anderen Räume besuchen möchte. Ah, der ist wieder zurück. Oh. Ist ja auch einer. Ach, das ist der Weg. Okay. Never mind, ich habe nichts gesagt. Wir kamen ja von der Seite und hier. Und dann ist wahrscheinlich, wenn mich mein Gedanke, mein Orientierungssinn nicht täuscht, genau, sind wir quasi unten drunter. Das heißt, wir können von oben, ist ja prädestiniert, quasi da etwas die Schwerkraft zu unserem Nutzen zu nutzen. Oh. Mal vorsichtig sein. Okay, wie machen wir das? Wir können es auch einfach machen. Kein Amoklauf hieß es. Gut. Aber ich könnte ein bisschen Blut naschen. Das machen wir.
Nee, kein Blutnaschen. Doch, Blutnaschen. Wenn ich jetzt Blutnasche. Nee, kein Blutnaschen. Denn wenn wir Blutnaschen, können wir gleich Bescheid sagen, dass wir da sind. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Das war knapp. Einfach an uns vorbei. Haben wir es genommen? Oh Gott, sind es viele. So. Oh je. Wir haben irgendwas aufgenommen. Oder haben wir es nicht aufgenommen? Oder war es das Gleiche? Terminkalender. Klingt nach etwas, das ein Mal Kaviano tun würde. Bin da, wenn noch. Aber wir hatten es doch aufgenommen. Zumindest jetzt nicht mehr da unten. Aber ich glaube, das ist einfach das Gleiche gewesen, was wir jetzt schon hatten. Also auf jeden Fall sind das viel zu viele Polizisten. Ist ja klar. Die sind hier bei einem Tatort. Alles andere macht ja keinen Sinn. Gut, von oben sehen die uns nicht. Gut, wir haben immer nach wie vor noch 9 Punkte zu verteilen. Sollen wir vielleicht die Chance nutzen und in Heimlichkeit investieren? Oder wir sind schon gut genug? Oder natürlich in akademisches Wissen, damit wir das Buch lesen können. Ach komm, was soll's. Was weg ist, ist weg. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und dann brauche ich Finanzen auf 2. Oh. Die komplette Schiffsbesatzung wurde abgeschlachtet. Da brauchst du ein paar Leute. Ja, okay. 2 hätten auch gereicht. Jetzt nervt's mich, dass wir Punkte... Ja gut, verschwendet kann man jetzt nicht so nennen. Im Endeffekt ist es ja was ganz Gutes, wenn wir Finanzen dann... Aber wir brauchen Finanzen 2. Ach, das ist schon viel. Das sind 3 und dann nochmal, wie viel kostet das? 6 Punkte. Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch einen Punkt auf Finanzen extra wegen dem Buch. Ach. Ja gut. Ist halt so. Also zum Sarkophag müssen wir hin. Wir können das natürlich auch so machen, dass wir mit Verdunkeln dahin gehen. Von der Seite eher weniger außenrum. Ich würde eher von der Seite. Fledermaus müsste man jetzt sein. Also an den Dude komme ich ja nicht vorbei. Gucken uns mal die
den Path von dem Polizisten ganz genau an. Trinkt noch einen Schluck. Also von oben, von der Sparte. Und Moment. Okay. Der eine ist dann hinter dem, also ungefähr hier, und der geht dann dahin. Im Grunde müssen wir ich habe keine Ahnung. Oh, und ich bin mit der Taste ausgerutscht. Ups. Who's there? Niemand? Und schnell vorbei. Suspect lost. Aus Versehen berührt. War nicht mit Absicht. Aber es hat uns trotzdem irgendwas gebracht. Als nächstes versuche ich daran vorbeizukommen. Und das hat einen Juckanfall bekommen, oder wie? Aber theoretisch können wir, glaube ich, daran vorbei. Wir sind einfach zu gut im Schleichen. Dass uns einfach keiner sieht. Wie ist denn der Kampf mit Bruder Krebs gelaufen? Oh je, holy moly. Sehr gut, würde ich sagen. Kaum chaotisch. Und letztendlich würde ich sagen, haben wir viel im Kreis, ja. Letztendlich haben wir dann irgendwann mal doch so viel Glück gehabt, dass uns quasi sein Tod uns förmlich in den Schoß gefallen ist. Aber ich glaube, sowas Unwahrscheinliches, es kann man nicht erklären, wie sowas Unwahrscheinliches passieren konnte. Fernab von jeglicher Logik. Aber immerhin wirkungsvoll. Oh Gott, oh Gott. Oh, muss ich jetzt was aus dem Tisch holen? Gott, da ist ein Strahler. Ich bin quasi im Lichtkegel und keiner sieht mich. Irgendwie hat er es geschafft, mit vollem Blut und 7 Menschlichkeit in Raserei zu kommen, ihn umzukloppen. Genau so war's. Genau so, nicht anders. Das sind auch Skills, die man haben muss. Das war fast so wie in einem typischen Anime. Quasi aus dem Nichts verborgene Fähigkeiten, die keiner erwartet hat. Kurz mal schnell in Super Saiyajin-Modus. Aber wir dürfen uns davon nicht verwöhnen lassen. Beim nächsten Mal wird das nicht so einfach. Dafür fehlt dir aber dein 5-minütiger Kampfschrei. Achso, den habe ich euch erspart. Da muss ich das jetzt holen, oder? Es sein könnte, dass es funktioniert. Okay, sie leben noch, sie schlafen nicht. Ah, ist mir auch schon mehrmals passiert.
Zum Leidwesen des NPCs war mein Charakter ein Gangrel. Oh, 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 oh. An der Stelle des NPCs wollte ich nicht sein. Gut, dann springe ich halt auf den Tisch. Sieht ja auch keiner. Mensch. Also da ist irgendwie nichts. Ich stelle mich gerade, glaube ich, ein bisschen dämlich an. Oder habe ich jetzt ja schon? Ah, ich habe schon abgeschlossen, oder wie? Kann das jemand bestätigen? Habe ich das jetzt schon geschafft? Ich muss gar nichts mehr machen. Ich dachte, ich muss irgendwas aufnehmen, irgendwie. Ja, das ist ja der Sarkophag. Aber mehr ist nicht. Irgendwas öffnen? Auch wenn er gesagt hat, ich soll es nicht öffnen. Ich dachte, wenn er schon tausendmal sagt, bloß nicht öffnen, dass man wenigstens vielleicht die Möglichkeit hat. Hast dir die Sarkophagbegutachtung doch vorhin schon an der Kamera geholt? Nö, nur noch unentdeckt vom Schiff runter. Ja, aber was... Hä? Ich dachte, ich muss trotzdem halt an den Sarkophag hin, weil was bringt es mir? Klar, ich habe die Kameras. Er hat ja uns das Passwort schon von vornherein gegeben, um die Kameras anzuschalten. Aber warum sollte ich dann quasi die Mühe mir machen, da extra dann hinzulaufen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder haben wir jetzt quasi jetzt nur das Passwort bekommen, weil wir halt Überzeugungskraft genutzt haben und der... Hätten wir die Überzeugung nicht angewandt, dann hätten wir das Passwort nicht bekommen. Ja, aber dann trotzdem hätte man die Möglichkeit gehabt, das Passwort zu hacken. Ich meine, ich habe das... Das war jetzt ja auch keine große Kunst, aber warum sollte ich da den ganzen Weg hierher laufen? Das verstehe ich nicht. Die Frage ist, warum hast du dir die Mühe gemacht, da noch hinzulaufen? Ja, das ist ja die Frage. Weil ich dachte, da wäre noch irgendwas. Das ist für die Leute, die nicht hacken können. Die müssen zum Sarg laufen. Okay. Also so. Ein bisschen Candy wäre halt auch nicht schlecht gewesen. Ein Kaugummi. Ein Kaugummi. Irgendetwas. Einen zweiten Arm zu unserem einzelnen Arm. Nun gut. Nun denn. Der Billy war da. Schade, schade. Der Kaugummi liegt woanders. Hat der Kaugummi wirklich einen Nutzen? Ich meine, ich habe ja eine Kaugummipackung. Ich frage mich bis heute, warum? Gut, es könnte vielleicht ein Quest-Item sein. Oh, können wir jetzt damit dann... Schlüssel zum Aufzeichnungsraum. Ja, den haben wir ja schon. Oh, da können wir Leute Matsch machen. Ah, da hätten wir im richtigen Augenblick, glaube ich, releasen müssen. Oh, der Kran tut sich schwer. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Richte kein Blutbad an. Oh, da können wir Leute Matsch machen. Das Schiff ist doch verflucht. Das heißt ja nicht automatisch, dass wir das dann waren. Ich muss zugreifen. Oh.
Blick runter. Ah nein, ah, zweimal die gleiche Taste gedrückt. Verflucht. Ich habe keinen umgebracht. Die Kiste war es, eben. Die Schuld können wir immer auf die Kiste schieben. Drei Stück. Springen. Oh, ich könnte, na, das schaffe ich glaube ich nicht, darüber zu springen. Böse Kiste. Auch noch zwei? Schaffen wir. Problem ist, wir können keine Türen öffnen, wenn wir... Aber hier können wir durch. Ja, gut. Also so ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Da ist einer. Den da, den kann... Der. Ja, eigentlich Claire, wenn sie manchmal redet. Was war nochmal? What time is it? 22:32. Okay, aber das andere wahrscheinlich nicht. Stop listening. Nee. Ihr hört sie nur, wenn nur spezifische Comments. Also Claire wird irgendwann mal auch so richtig mal hier in den Dream involviert, sobald ich eine Idee habe. Also die Funktionsweise, wie ich das bewerkstellige, ist da. Jetzt muss ich nur gucken, in welcher Weise und ob das mit dem Deutschsprachigen geht, weil Claire spricht eigentlich, guckt ja gerade nach hinten, ist eigentlich fürs Englische konzipiert. Oh Gott. Jetzt war sie zu hören, gell? Oh Gott, falsche Taste, fast. Oh, war das knapp. Fast wäre das schief gelaufen. Ich muss erst noch was klären. Ja, Claire war wirklich durchdacht. Müssen wir mit ihm eigentlich nach... Oh, jetzt wollte ich ihn gerade fressen. Nabulieren. You waiting for your chauffeur to pull around the dinghy? Get a move on. Mehr nicht? Okay. Claire ist ja schon hat ja Hand und Fuß. Warum Claire? Claire heißt ausgeschrieben. Moment. Weicher lieber mal. Ich habe Angst, da in der Höhe runterzufallen. Okay. Oh. Claire heißt nämlich, aufpassen, jetzt wird's nerdig. Also Claire geschrieben statt mit dem A mit einer 4. C-L-4-I-R. Bedeutet Computing Language for Intelligence Response. Nice. Also ich finde das toll. Und Claire, ich mag den Namen Claire. Ja, da bin ich schon stolz auf mich, dass ich drauf gekommen bin. Und Claire kann... Und so vieles. Also gerade bei Elite Dangerous ist es mega geil, sie während dem Spiel zu nutzen. Wenn ihr das Schiff dann quasi mitsteuert... mitbenutzt und die ganzen Variablen und Kombinationen, also das Programm ermöglicht so viel und ich glaube, dass das Auto, das wir suchen, ja. Was? Was ist los? Ah. Eine Eisenstange. Und wieder ein Buch. Ein Tagebuch. Geschichtenzeit. Es scheint das Tagebuch einer Frau zu sein. Ich habe heute einen Kerl in Asylum getroffen. Oh Gott, der ist so geil. Ja, muss eine Frau geschrieben haben. Erstmal die Kofferraumklappe und das Kinn hauen. Ja, so typisch halt einfach. Ich will nicht wissen, wie viele blaue Flecken ich habe. Er heißt Rolf und kommt aus Deutschland. Ja, wo denn auch sonst? Kein Mensch aus irgendeinem anderen Land heißt Rolf. Obwohl, nee, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich find's komisch, manche Asiaten haben so typische deutsche Namen.
Ich kenne einen Heiko als Asiaten. Ich kenne einen Richard als Asiaten. Und jetzt seit neuerem einen Bernhard als Asiaten. Strange. Europäische Männer haben so viel mehr Klasse, verglichen mit den jeweiligen kalifornischen Jungs. Er will mich morgen Abend treffen. Ob er wohl reich ist? Jedenfalls sieht er so aus. Morgen gehe ich erstmal shoppen und suche mir irgendwas, worin ich nicht wie eine fette Kuh aussehe. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen. Eigentlich ist, Rolf könnte auch nördlich noch vorkommen, oder? Ja, doch, ja, stimmt auch wieder. Ja. Oder so Rolfe. Ich glaube, das mit Rolf wird eine ernstere Sache. Er hat gesagt, er will mir nächste Woche etwas ganz Besonderes schenken. Und wenn es das ist, was ich denke, wird es auch echt Zeit. Was, heiraten nach einem Monat oder was? Ich dachte, Europäer wären in solchen Sachen nicht so... Was, nach einem Monat? Oder redet sie vom D? Komm, ich zeig den richtigen Hasen. 6.6. Ich bin heute Abend um 8 aufgewacht. Das an sich ist ja schon seltsam, aber noch dazu kann ich mich nicht daran erinnern, gestern Abend überhaupt ins Bett gegangen zu sein. Eigentlich erinnere ich mich an gar nichts mehr seit letzten Samstag, als Rolf hier war. Ja, so schnell kann's gehen. 10.6. Ich bin schon wieder spät wach geworden. Seit 4 Tagen habe ich nichts gegessen. Alter, ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Gut, hätte man ihr ein bisschen Käsespätzle unter die Nase gehalten, hätte sie bestimmt was gegessen. Käsespätzle. Oh, so gut. Rolf ist gestern Abend wieder vorbeigekommen. Er meinte, ich habe deshalb nichts gegessen, weil ich Blut bräuchte. Er sagte, das sei alles, was ich jetzt zu mir nehmen könnte. Ich würde keinen Hunger mehr verspüren, wenn ich welches tränke. Er hat eine Blutkonserve von der hiesigen Blutbank dabei. Ich habe mich geweigert, aber vergeblich. Was passiert mit mir? Ach, deswegen fehlt mir gestern die halbe Stunde. Tja, woher du das wohl hast? Aber bist du jetzt so einer wie ich oder bist du ein Ghoul? Ich glaube, ein Ghoul eher, oder? Nee, eigentlich bin ich doch auch ein Ghoul. Nee. Ich wurde gebissen und deswegen wurde ich zum Vampir. Ich habe nicht das Blut getrunken von einem Vampir. Halt, stopp, das. Hat nicht ein Wort darüber verloren, ob er mich mitnimmt. 20.08.03. Musste heute für Rolf eine Kaution bezahlen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil sein Visum abgelaufen ist. Er sah so ängstlich aus. Ich dachte, er hat nicht vor, mich mitzunehmen. Ich glaube, er hat nicht vor, mich mitzunehmen. Mensch. Doch sowohl als auch. Ah, okay. Seit ich Rolf freigekauft habe, habe ich von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Was soll ich bloß machen? Ich dachte, er würde sich um mich kümmern. Warum hat er mir das nur angetan? Ich habe bis 5 Uhr morgens mit diesem Typen geredet, den ich im Surfside kennengelernt habe. Als ich ihm sagte, ich müsse gehen, habe ich mich wie Aschenputtel gefühlt. Er war für mich wie ein Prinz. Ein Jahr später, fast ein halbes Jahr später verliebt sie sich dann in den neuen. Ja gut, man muss halt abschließen können. Ich habe den Typen vom Surfside wieder getroffen. Er hat keine Ahnung, was ich bin. Ich habe den Typen vom Surfside, gestern Abend in meine Wohnung geschleppt. Er meinte, er würde in ein paar Tagen zurück nach Australien gehen, jetzt da das Turnier zu Ende geht. Ich will nicht, dass er geht. Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt, nicht einmal für Rolf. 25.04. Der HE hat mich gestern Abend geküsst und ich konnte mich nicht davon abhalten, ihn in den Hals zu beißen. Ah ja, sieht man ja, wäre jetzt sehr aufgelöst worden. Ich habe viel zu viel getrunken und ich habe ihm mein Blut gegeben, um ihn zu retten. Als ich ihm das alles zu erklären versuchte, meinte er, er wollte mich nie wiedersehen. Was habe ich nur getan? 8.5. Seit dem Abend mit E kann ich nicht mehr trinken. Ich habe Angst davor, was jetzt passiert. Ich erinnere mich, dass Rolf Blut von der Blutbank mitgebracht hat.
Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, mir ein paar Blutkonserven schnappen und abhauen, bevor mich jemand erwischt. Sad story. Musst leer getrunken werden und dann das Vampirblut zu trinken. Ah, okay, okay. Okay, I see. Ist ja quasi eine Win-Win-Situation, oder? Ich trinke dich leer, dann fühle ich mich gut, dann gebe ich dir ein bisschen Blut von mir und dann fühlst du dich gut. Easy. Also ich muss zur Blutbank. Blutbank. La Croix. Die Aufgabe haben wir auch gelöst. Speichern. Oh, wir haben noch 20 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht. Okay, Blutbank. Auf die Schnelle. Hier kann man noch nicht rein. Das heißt, vielleicht jetzt ist die. Jetzt müsste das quasi getriggert haben. Dass jetzt da endlich was zu tun ist da unten. Das können wir mittlerweile, glaube ich, auch aufknacken. Nee, 9. 9 ist immer noch zu viel. Need a fix? Gib mir vom süßen. Nee, ich muss diese Blutefeste betreten. Employees only. Them's the rules of the Queen Bitch herself. Die dunkle Tochter hat mir ihr Segen gegeben. She did, huh? Queen Bitch told me never to let anyone back there. I remember her repeating it over and over in that cold, pretentious voice of hers. So, wende dich an die Oberin und sehe dich mit der Wahrheit konfrontiert. Mm. Opened. Easy. Mein inneres Kind dankt dir dafür, dass du den Bonbonladen geöffnet hast. Direkt mein Gedanke. Never. War mir nur nicht sicher, ob es ein 9er oder 10er Schloss war. Hätte ja sein können. Das ist unfair. Du kennst ja schon alles hier. Jetzt ist der Laden gefüllt. Oje, oje. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Können wir jetzt am Computer irgendwas machen? Kühlschränke, können wir da irgendwas kühlen? Schränke. Ambrosia. Habe ich jetzt mittlerweile auch schon auswendig. PIN-Code. Hat er das? Ja, endlich. Ich hatte ja gewusst, dass es irgendwann mal soweit sein wird. 1969, Temperatur. Temperatur ist Maggots love you. Gleich geblieben. Das ist zu. Musik. Okay. Hier geht's da lang, da geht's nicht lang. Und da ist, glaube ich. Ach, ist das wahrscheinlich? Ach, das war das 9er Schloss. Okay. Von der anderen Seite. Na endlich. Wurde auch mal Zeit. Nach knapp 10 Folgen endlich das Passwort. Ja, und jetzt? Ah! Was ist das? Noch eine Tür. Das ist die Frau. Hallo. I need it. A drop of it on my tongue, sliding down my throat. The hot flash in my brain lighting up my body. I can smell it everywhere. Blood.
Oh, eine verlorene kleine Venusfliegenfalle. Die Schöne und das Biest in ihr. Let me go. It's painful. Like I'm going to die. It's calling. Never felt like this before. Let me go. I can smell it. I have to have it. Ganz kurze Frage. Wir haben ja erst jetzt Zugang bekommen zu diesem Raum. Dunkler Wolf, kannst du mir diese Frage beantworten? Was, wenn wir das Passwort schon vorher eingegeben hätten? Auch wenn es keine Hinweise gab, dieses Passwort zu finden, wäre es möglich gewesen, vorher schon Zutritt zu diesem Raum zu bekommen, wenn man einfach den Code eingegeben hätte? Oder ist er random? Das hätte mich interessiert. Ich werde dich aus diesem Fuchsbau befreien, kleine Blume. You don't look well at all. Oh, sweet mother of God! Joch. Lecker, lecker. Koll, schon witzig mit der Grafik. Oh, haben wir. Unser ENB nicht angehabt. I drank until I heard his heart stop and I was sucking on a dry, dead artery. It was euphoric. But I've killed him. I've never killed anyone before. What happened? What came over me? Das Coding ist vorher defekt. Bekommt man, glaube ich, auch am Computer gesagt, wenn man den Code ab... Ja, das ist kaputt. Das ist schon... Ach, das... Aber man konnte trotzdem ein Passwort, einen PIN eingeben. Am Computer bekommt man ja quasi, dass man den Administrator rufen soll, weil das Ding defekt ist. Aber man konnte trotzdem einen Code eingeben. Das Keypad an sich war ja nicht defekt. Also zumindest auf dem Keypad war nicht der Hinweis, dass man keinen Code eingeben konnte. Deswegen frage ich mich. Man hätte ja trotzdem was eintippen können. Du hast die Maske des Tieres getragen. Beast? What is that? Why couldn't I stop myself? Why did it feel so right? Du trägst die Dunkelheit, aber du bist sie nicht. I tried to steal some blood. I heard they sold it. I was hungry and I can't hunt in town. They caught me and I was trapped. Thought I'd never escape, but I killed a man. I have to get out of here. Jupp, aber es passiert halt nichts bei richtigem Code, weil defekt. Ah, okay. Verstanden. Bist du die schöne junge Blume? Flower? My name's Lily, if that's what you mean. Du bist die Blume desjenigen, der vor F und G kommt. Was? Du bist die Blume desjenigen? Ach so, E. E? You know E? I... How do you know E? Ich folgte dem dünnen Blut, welches mir zu dir führte. I tried to tell E about his condition, but he was so furious at me for what I'd made him into, he wouldn't listen. A thin blood, from what I've been told, is a vampire whose blood is weaker than most. Wie wir weiter deine Geschichte. My sire told me some vampires consider thin bloods a bad omen and want them destroyed. Rolf wasn't a thin blood, and apparently I am. I don't know why. Rolf abandoned me. His group wouldn't take me in. They said I was a liability. He left me with so many questions. And I did the same thing to E. But I didn't want to leave E. He forced me out of his life. I should go. I have to get out of here. Maybe out of this city. Soon. Suche deinen dünnblütigen Geliebten auf. E doesn't hate me anymore? Er vermisst deine dunklen Brüste. Blüte. I'll go see him. Thank you. Ich werde zu ihm gehen. Ich danke dir. Der Pfad ist so trügerisch wie die Liebe. Oh, about tonight, what I did? Please, don't tell E. It's not my fault. I couldn't control it. I've never done anything like this before. I'm no killer. Dieses Geheimnis wird mit uns beiden sterben. Lebe wohl. Welche Gegenleistung für mein Schweigen, kleine Blume? Hm? Ja? Ich will auch was davon. Habe ich da Brüste gehört? Nee. Das hat sich nur so angehört. Ich habe doch nichts, was ich dir geben könnte. Ich erlasse dir deine Schulden. Bargeld, wenn wir uns wiedersehen. Sonst kündige ich deinen Geliebten von deinem Wahnsinn nach. Krumm. Übertreibt man nicht. Erlasse dir deine Schulden. Lebe wohl. Ziehe von dannen. Hey.
Was ist jetzt los? Go and let that bitch out. There's one less bill in the world now. Why'd you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to do in that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Ha 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 ha. Worm-laden rain. Jetzt bist auch du wahnsinnig. Sehr schön. Okay. What were we laughing about? Ha ja, der Irrsinn. Du sagst es, Wolf. Über den Preis des roten Nektars, den du mir gerade verkaufen wolltest. Braucht man dazu einen Grund? Bis wir uns wieder treffen, lach weiter. 99? Na je. Nach wie vor kein Schnäppchen. War er da nicht vorher schon genug? Wahnsinnig, meinst du? Also wahnsinnig war er auch. Komisch war er auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig, gell? Ja, das war er. Aber ein bisschen mehr Wahnsinn schadet ihm nicht. Aber mehr ist hier auch nicht. Ah, ich will trotzdem noch mal kurz gucken. Es kann nicht sein. Irgendwas fehlt hier. Aber ich komme hier auch nicht weiter wegen dem Werwolfsblut. Warte. Wir müssen es, glaube ich, von ihm kaufen und dann, glaube ich, in den. In den Dingens da in unseren Briefkästchen reinmachen. It's a mesmerizing liquid. Ja, keine Zeit. Gib mir einfach Blut. Aristokratenblut. Wolf, bevor ich jetzt Geld ausgebe, helf mir da mal ganz kurz. Ist das das besagte Blut, das für Lacroix, welches eine Quest ist? Das Aristokratenblutkonserve? Also ich glaube eher nicht. Das ist halt einfach nur overpoweredes Blut, genauso wie Ahnenblut. Das ist nicht das Questblut. Weil wir haben doch hier... Lacroix hat ihnen eine E-Mail geschickt. Sie sollen eine Konserve Werwolfsblut aus dem Krankenhaus holen, um die Maskerade zu schützen. Nope. Okay. Gut, mehr möchte ich nicht wissen. Das heißt, wir haben das hier immer noch nicht beendet. Ein Grund mehr, hier wieder zurückzukehren und weiter zu grübeln. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Beziehungsweise das schaffen wir jetzt nicht mehr. Irgendwie haben wir heute ein Highlight. Ist mir gerade aufgefallen. Nicht ein einziges Mal ist das Spiel abgestürzt. Hooray. Dafür wird es wahrscheinlich nächstes Mal ständig abstürzen. Ich weiß nicht. Ich suche gerade einen guten Spot. Können wir hier... Ja, hier... Hier chillen wir an dem Wagen. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Jetzt hier wechsel. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Es ist wieder Schlafenszeit. Bald ist aber Wochenende. Und dann können wir wieder durchstarten. Aber doch, wir sind gut vorangekommen. Wir haben den Sarkophag begutachtet für Lacroix. Lacroix Croissant. Und gut, hätte auch viel schneller ausgehen können als gedacht. Also ich habe gedacht, da wäre ein bisschen mehr. Aber nun gut, wir sind vorangekommen. Wir haben die Quest mit der wunderschönen Blume geklärt. Jetzt gehen wir die Quests alle ab. Ich mache mir Gedanken, wo das Wolfsblut sein könnte. Es muss ja in diesem Krankenhaus sein. Ich bin nah dran, vielleicht denke ich einfach verkehrt. Vielleicht brauche ich ein paar Hinweise, aber auf jeden Fall sind wir hier im Großen und Ganzen durch.
Ich freue mich auf morgen. Morgen können wir wieder durchstarten. Mir gefällt so langsam die kleine Routine hier, die ich hier so aufbaue. Mit der kleinen Gruppe, die ich immer mit Freude empfange, wenn ihr zuschaltet. Das zeigt mir, euch gefällt das, was ich hier mache. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr genießt noch die restliche Stunde, bevor ihr dann schlafen geht. Und dann sehen wir uns in aller Frische morgen, an einem Donnerstag. Wie immer, so gegen 21 Uhr. Ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen, euer Enel Fox.